Ja, guten Tag zusammen. Als allererstes, als Einstieg, schön, dass ihr wieder da seid. Absolut. Tolles Erlebnis hier. Ich hatte in der Regionalliga schon oft das Vergnügen, hier zu Gast zu sein. Und ihr habt es die letzten Wochen, Monate oft gehört, wie unfassbar cool hier die Stimmung am Tivoli ist. Und wir sind sehr froh, dass wir solche Spiele als SC Verl in der dritten Liga erleben dürfen. Ja, zum Spiel. In der Anfangsphase, wir haben schon oft gegen Mannschaften gespielt, die versuchen uns früh unter Druck zu setzen, früh zu stressen. Ich habe uns aber sehr, sehr selten so fehlerhaft, so ungenau gesehen wie in den ersten Minuten. Muss man das Spiel dann sicherlich auch teilen, bis zum Platzverweis Aachen sehr viele Bälle weggegriffen bei uns im Aufbauspiel, wie gesagt. Sie haben es sehr gut gemacht, sehr viel Energie, Stadion direkt mitgenommen, wir haben es einfach unfassbar schlecht gemacht. Dann kommt die rote Karte und dann ändert sich dieses Spiel. Und ja, zusammengefasst muss man hinten raus sagen, wir führen 1-0, sind ein Mann mehr, gehen in die Halbzeitpause, wissen, dass Aachen jetzt alles auf Standardsituationen setzen wird, auf runde Bälle. Und ich glaube, wir haben im ganzen Spiel gar nicht so viel zugelassen. Das Tor, dann nochmal ein Weitschuss, der über die Latte gelenkt wurde. Ich glaube, es gibt keine zwei Meinungen, natürlich im Kontext der roten Karte, dass wir heute dieses Spiel gewinnen müssen. Unfassbar viele Torchancen gehabt. Ich glaube, kurz vor dem Ausgleich, 1-gegen-1 Situation auf dem Torwart, wo man genau das spielen, was man dann in solchen Situationen spielen muss. Der Gegner ist einmal weniger, trotzdem haben sie irgendwo die Energie, auch um Ausgleich zu gehen. 2-3 saubere Pässe, aufgedreht, Überzahl, Steckpass in die Tiefe, Jonas leider dann uns nicht belohnt. Ich glaube, das 2-0 wäre vielleicht eine Vorentscheidung gewesen. Wir haben es nicht gemacht, wir haben viel Zeit an Chancen liegen lassen und einfach diese eine Situation nicht gut verteidigt. Schade für uns, fühlt sich richtig mies an. Trotzdem muss man auf der anderen Seite sagen, das, was Aachen dann, weiß ich gar nicht, 75 Minuten investiert hat, Zusammenspielen mit dem Publikum, Hut ab davor, sicherlich auch ein Riesenkampf, aber, und jetzt kommt das große Aber, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Da gibt es, wie gesagt, für mich keine zwei Meinungen. Und das, wie gesagt, lässt uns das Wochenende sicherlich so begehen, dass wir viel hadern. Wir haben schon im ersten Spiel gegen Wien kurz vor Schluss das Spiel, den Sieg aus der Hand gegeben und jetzt schon wieder zwei unnötige Punkte liegen lassen. Und ja, da müssen wir daraus lernen und müssen es ganz, ganz schnell, müssen was anders machen, anders gestalten. Dankeschön und wie gesagt nochmal, hat riesen Spaß gemacht, Heiner, dir und deiner Truppe. Ganz, ganz viel weitere Energie, positive Energie für diese Saison. Dankeschön.